Hi Leute, schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie man sich richtig bandagiert. Ganz wichtig für jeden Boxer. Zunächst einmal empfehle ich, was die Bandagenlänge angeht, 4,5 Meter. Das ist die Maximallänge. Rollen wir die ganze auf, die ganze Bandage. Hier vorne seht ihr eine Schlaufe, die jetzt gleich um den Daumen kommt. Und ein Hinweis, this side down. Ja? Das machen wir dann auch. Rein in die Schlaufe und dann gehen wir zweimal ums Handgelenk. Nicht zu straff ziehen, dass wir die Durchblutung nicht blockieren. Dann gehen wir einmal um den Zeigefinger herum, zurück über die Handfläche, einmal wieder um die Hand rum. Das gleiche mit dem Mittelfinger. Das gleiche machen wir dann auch mit dem Ringfinger, einmal komplett rum. Dann über den kleinen Finger, dann einmal um den Daumen, zweimal um die Faust und dann drei Umdrehungen um das Handgelenk. So Leute, so ist die Hand bereit. Für mich ist das die stabilste Bandagentechnik. So habe ich immer meine Hände bandagiert und so bin ich auch immer wirklich immer gut gefahren und hatte ein gutes Gefühl in der Hand. Leute, schaut euch das Video des Öfteren an, so dass ihr das richtig auf dem Kasten habt. Viel Erfolg damit!